Guten Tag, meine lieben Freunde der Gaming-Szene und herzlich willkommen zurück zu Let's Play bzw. Live-Commentary Pokémon Silber. So, und hier will ich gerade erstmal ins Gras, denn dann erwartet euch eine Überraschung, denn ein Kukuna ist nichts Seltenes, aber wir haben Seiler wieder im Team im Austausch gegen die Pflanze. Wir tun einfach so, als hätte es die Pflanze nie gegeben. Also, als hätten wir niemals damals auf Route, was weiß ich, was das war, die Pflanze gefangen und fangen vielleicht irgendwann ein schönes Pflanzen-Pokémon und nennen es die Pflanze. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, diesen Auswechsel. Die Pflanze ist nicht gestorben, aber der Auswechsel war einfach sinnvoll. Und ich habe euch schon eine Entwicklung nicht zeigen können, deshalb will ich wenigstens Seilers Entwicklung zeigen. Und hier haben wir sie. Glückwunsch, dein Seiler wurde zu Arbok, was rückwärts gelesen Cobra bedeutet. So, und nun können wir uns den Ängsten stellen und Bianca herausfordern. Und ich habe so Schiss vor diesem Arena-Kampf. Einfach nur, weil, ja, ich weiß von früher, wie sie mir auf die Fresse gegeben hat. Das ist einfach so. Ach ja, ich habe Angst davor. Ich hoffe, du bist nicht so gemein. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal die Pokémon heilen. Gehen, glaube ich, vielleicht nochmal im Markt. Ich weiß ja nicht. Braucht man noch was? Ja, vielleicht. Eventuell so ein bisschen. Auf jeden Fall ist das ja die Normalarena. Und ich habe eigentlich vor, einen Stein reinzuschicken. Seiler bleibt hier. Übrigens habe ich das Team auf Level 23 geboxt. Und Naga wurde zum Radikal. Nur habt ihr das nicht gesehen und ihr seht, dass das Vieh hat einen verdammt hohen Angriff. Wenn wir mal durchgucken. Wenn wir mal durchgucken, gibt es ein Pokémon in meinem Team, das einen höheren Angriff hat als. Oh ja, ein Stein. Was einen verdammt niedrigen Spezialverteidigungswert hat. Ich muss dann übrigens mal kurz etwas gucken. Bis gleich. Übrigens finde ich es scheiße, dass Geist ein physischer Angriff ist. Das finde ich sehr scheiße. Denn wir haben zwei Geisterattacken bei unserem schönen Nebulak, nur es hat einen verdammt hohen Spezialangriff. Und Geist ist physisch. Naja. Was wollen wir dagegen tun? Wir können schlecht was dagegen tun. Gift ist auch noch physisch. Was zum Teufel, Seiler? Bitte sag mir. Wo habe ich dich? Ganz oben, ne? Gestein ist auch physisch. Boden allerdings speziell. Das heißt, wir sollten mit Steinhagel angreifen und nicht mit Intensität. So. Ja. Vor allem, weil es noch ein Step-Angriff ist. Moment mal. Ups, Boden ist auch physisch. Entschuldigung. Ja, so. Hier steht nicht zufällig irgendwas dran von wegen Dingens. Ich glaube nicht. Also versuche ich es gar nicht erst. So, dann schauen wir den Ängsten endlich ins Gesicht. Und ich würde sagen, ein Stein darf bis 25 hoch. Und ich glaube, ihr wisst auch warum. So. Wir schicken allerdings dann unser schönes Nebulak rein. Und werden versuchen, ihr eins auszuwischen. Also, dann Bianca schicken wir das Nebulak rein. Gegen Miltang. Ja, Steinwurf sieht wie folgt aus. Wie viel Schaden macht das? Oh ja, One-Hit. Gut. Ich hoffe, ich habe es nicht übertrieben mit dem Level. Kann natürlich auch sein. Ja.
Falls dem so ist, tut es mir wirklich leid, dass jetzt keine Herausforderung ist. Aber sobald dieses Miltang auch nur einmal Walzer einsetzt, bin ich, so richtig schön gebumst. Hier, die kommen schon an, die Leute hier kommen schon an mit Level 17ern, die ich one-hitte. Na, das kann ja was werden. Na, super. Auf jeden Fall kommt mir Seiler sehr gut und ich finde das wirklich gut, dass das Vieh Biss kann. Denn in der nächsten Arena brauchen wir Seiler so unbedingt. Ach ja, was würde ich nur ohne Seiler tun? Joke Cookie hatte recht, dass Seiler ein guter Fang war. Und Glück vor allem. Ja, die ganzen Normal-Pokémon gehen mir natürlich immer noch richtig schön auf den, Kartoffelsack. Und nicht. Ach, klar, Mauzi ist ausgewichen. Glaubst aber auch nur du. So. Der Steinwurf. Wenn man den eigentlich einsetzt, dann... Also wenn wir den die ganze Zeit einsetzen, dann dürfte uns ja eigentlich nichts passieren. Außer... Ein Vieh wie Mauzi kommt auf und es kann Biss. Ein Stein ist ausgewichen. Was? Ich hasse die Attacke Biss, wenn sie bei mir eingesetzt wird. So. Wir brauchen allerdings jetzt noch nicht zum Pokémon Center. Da benutzen wir jetzt schnell ein Tränkchen. Dass ich mir... Ah, ich habe keinen Drank, ich habe nur noch einen Superdrank. Aber das ist ja auch Wurst. So. Ich hatte mir nämlich normale Tränke gekauft, um ein bisschen zu leveln, weil Nebulak zu leveln, das war so dermaßen hart. Weil das Vieh einfach nur Schlecker kann. Was heißt, ein Taubsi kann schon mal nicht vernichten. Ja, ich glaube, ich habe leichtes Spiel mit dir. Meine Nase ist zu. Das finde ich nicht schön. So, blaue Haare, finde ich sehr schön. Snubbull kann natürlich auch Biss, ist auch nicht so schön. Wir lassen es wieder Steine regnen und wir haben eine größere Initiative, das finde ich doch schön. Ach du Heilige. Komm, jetzt reicht aber ein Tackle. Das Vieh kann Charme, wir haben eine gleich große Initiative oder was ist da los? Würde ich gerne mal wissen. Oh, das war schon. Oh, ganz schweres Spiel. Verflixt, ich dachte, du wärst was? Du dachtest, ich wäre lame oder so, oder keine Ahnung. So, du bist die Letzte vor Bianca. Und Bianca sieht aus wie eine Kuh. Was sagt ihr zu diesem Sprite? Ich glaube, den muss ich rausfiltern, ey. Ich muss die Bianca-Kuh einfach mal reintun. Dann den Orden als Tattoo machen oder so. Falls wir den Orden bekommen, es kann natürlich auch sein, dass wir hier Game Over gehen. Ich hoffe es natürlich nicht. Kann allerdings möglich sein. Machen den Steinwurf und wehe. Meine Einstellungen haben sich wieder anders gesetzt. Oh, das Pummeluff ist tot. Finde ich sehr schön. Denn jetzt geht es uns schon mal nicht mehr auf den Sack. Und ich glaube, ein bisschen Windstoß kriegt der vom Ventilator ab. Ich kann ja eine Rauschentfernung draufjagen und gucken, wie das sich dann anhört. Vielleicht hört es sich gar nicht so schlecht an, wenn noch ein bisschen Hintergrundmusik mit drin ist. Aber wir werden es erst später sehen. Beziehungsweise hören. So, nochmal ein Pummeluff. Ich will auch einen Pummeluff haben. Ach ja, wäre das schön. Ach, jetzt weiß ich, wie das Nebulak nennen hätte können. Aber gut, ist egal. Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein, eigentlich nicht. So, und wir werden auf jeden Fall dann später erstmal einen Abstecher zum Muddy machen. Damit wir unser Geld sichern können von dieser Fuse, was eigentlich so schwachsinnig ist, dass man da das ansparen lässt. Ich meine, würde man alles auf die Kralle kriegen? Ich weiß ja nicht. Ja, ja. Die Mutti spart ja nicht mal. Sie kauft dir Dinge von ihrem Geld. Was haben wir eigentlich für... Wir dürften doch eigentlich irgendwas drauf haben, oder? Auf dem PC. Bevor wir Bianca klatschen, können wir das ja eigentlich mal kurz angucken. So.
Ich bin falsch. PC vom Wolf. So, Item aufnehmen. Supertrank. Oh, oh, oh. Das nehme ich sehr gerne mit. Das hätte man früher mitnehmen sollen, ey. Das. Ach genau, Professor Lind hat mich vorhin mal angerufen. Er hat irgendwas vom Pokerus gesagt. Und ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ey, zieh Leine. Hier ist der Magnetzug. Ich freue mich schon, mit dem zu fahren. Da freue ich mich schon so doll drauf. Ich freue mich allgemein drauf, auf dieses kommende Zeug, was hier einfach noch passiert. Einfach die Nostalgie ist da und einfach mal Pokémon Silber wieder durchzuspielen. Pokémon Rubin ist jetzt nicht so lange her, dass ich es durchgespielt habe. Zumindest nicht die Remakes. So, Bianca. Ich habe Angst. Ich bin Bianca. Jeder hat sich für Pokémon interessiert, also musste ich mitmachen. Pokémon sind super niedlich. Willst du kämpfen? Sei gemein, ich bin gut. Du bist einfach nur scheiße asozial. Und sie hat einen Drang, das weiß ich. Ich weiß, dass sie einen Drang hat. Ich weiß, dass sie einen Drang hat. Also hat ja jeder Arena-Leiter. Duplexieb. Ah. Ah. Okay. 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 Dein Pipi dürfte weg sein. Wie ist mit. Was? Och nö. Jetzt kommt ein Wasserangriff und mein Kleinstein ist weg. Och Gott, das ging daneben. Gott sei Dank, ich hasse Metronom. Einfach nur, weil es die asozialste Attacke im Spiel sein kann. Kann. Muss nicht, aber kann. So, Miltern, du fettes Stück. Oh, direkt fängt sie mit einem Walzer an. Ist ein Volltreffer, ist nicht so schön effektiv. Aber wenn wir jetzt draufhalten, dann könnten wir natürlich total versagen. Walzer ist was für ein Angriff? Ich bin mir nicht sicher. So, nochmal ein Steinwurf. Oh, die setzt natürlich wieder Walzer ein und. Okay, bis jetzt ist es noch nicht so schlimm. Nein, warum gingst du daneben? Okay. Oh. Oh, das war natürlich jetzt richtig hart. Jawohl, Volltreffer! Und das war so. Es hätte knapp werden können, weil jetzt hätte ich das Pokémon auswechseln müssen oder natürlich einen Supertrank. Dieser Supertrank hätte mich aber nicht wirklich so geheilt wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätte mich das Miltern direkt wieder runtergeboxt. Und somit wäre es eine Endlosschleife gewesen. Ja! Oh Gott! Schön! Somit haben wir den dritten Arena-Orden ohne Verluste. Gut, mein Team war auch ein bisschen OP. Gebe ich zu. Bin ich nicht so stolz drauf, aber ist ja jetzt auch nicht schlimm. Du bist gemein. Das soll doch nicht so ernst sein. Du Kind, du. Wow. Hey, ein Stein entwickelt. Auf den Satz habe ich gewartet. Ein Stein entwickelt. Stellt euch mal vor, da sagt einfach so ein Typ, ein Stein entwickelt sich. Nicht ein Stein, sondern einfach nur ein Stein. So ein Stein von der Straße entwickelt sich. Du bist gemein. Oh nein, du hast Bianca zum Weinen gebracht. Ist mir scheißegal. Keine Sorge, sie beruhigt sich bald wieder. Sie weint immer, wenn sie verloren hat. So, dann gucken wir doch mal bei Wolf nach. Und wir stellen fest, ey, wir haben nicht den dritten Orden. Und ja, da stand 44 Stunden. Was willst du? Ein Orden? Oh, stimmt. Ich vergaß, hier ist der Basisorden. Mit Hilfe des Basisorden werden deine Pokémon Stärke auch außerhalb eines Kampfes einsetzen können. Außerdem erhöht er die Initiative deiner Pokémon. Oh, das hier kannst du auch haben. Was ist es? Milchgetränk war's, oder? Oh, Anzio. Es ist Anzio. Es bringt den Charme eines Pokémon voll zur Geltung. Passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Du bist nicht süß, du siehst aus wie eine Kuh. Dein Sprite zumindest. So, das war's mit Bianca. Und ich bin so gottfroh, dass wir nichts verloren haben.
Gut, vor allem Seiler wäre natürlich wichtig geworden. Und wenn wir das einsetzen hätten müssen, das wäre natürlich schrecklich geworden. So. Gut. Das heißt, wir haben jetzt alle drei Orden und sind sogar perfekt in der Partlänge. Denn ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Euer Wolf. Ciao.